Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von The Last of Us Part 2. Heute spielen wir wieder so zwei Stündchen, wie normalerweise auch, ne? Und wir sind mit dem Boot, sind wir hier angekommen auf der Insel, von ihren, ja, Clan, Trupp, wie auch immer. Und wir müssen versuchen, ihren Bruder zu, ich weiß nicht, retten, zurückzuholen, was auch immer. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Ich mache mal hier Licht an. Okay. Guck, lässt rot. Wir müssen ihn einholen. Weißt du, wohin er will? Zu unserem Haus. Weil dort unsere Mom ist. Wie weit ist das? Über die Insel. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderfahrer. Sie werden uns nicht sehen. Sicher, dass die Wolves heute Nacht angreifen? Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Hier oben. Meinst du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Okay, wenn du meinst. Ja. Guten Abend, Wolli. So, werden wir uns mal hier wieder erstmal ausrüsten. Das ist soweit in Ordnung. Ich glaube, hier ist gefüllt. Hier können wir noch auf 100 auffüllen. Ja, Last of Us 2 geht weiter. Wenn, nach aktuellem Stand wird ja morgen mit Chiki gespielt. Spielen wir ein bisschen Geplänkel zwischendurch. Einfach so. Wahrscheinlich Rocket League und dann wären die YouTube-Folgen wieder alle. Also spiele ich jetzt The Last of Us 2 weiter und ja. Wird sonst immer ein bisschen eng. Ich habe ja so ein bisschen Ansporn, dass es keine Lücken weiter gibt, ne? Abby! Was? Ich hole Vorräte. Nur für den Fall. Eieieiei, warum hängt da einer rum? Ach, das ist einfach Spaß für zwischendurch, Rocket League. Was anderes ist es nicht. Das ist halt, sagen wir mal, Fußball mit Autos. Und da geht es einfach bloß Spaß zu haben, ein bisschen rumzuspielen und vielleicht ein bisschen zu quatschen und zu machen und zu tun. Halt so das Typische. Das ist wirklich reines Ablenkung, unkonzentriertes Spielen, unkonzentriertes Labern. Kennst du die? Ich hab sie schon mal gesehen. Tut mir leid, wegen deiner Freunde. Nicht zu ändern. Ist doch ekelhaft. Sonntag 5 Uhr. Scott und ich haben die Ostküste gegen 3 Uhr erreicht. Die Informationen der Gefangenen waren tatsächlich mal nützlich. Kein direkter Widerstand. Wir suchen jetzt einen höheren Standort, um uns zu orientieren. 7.30 Uhr. Die größte Ansammlung von Gebäuden befindet sich auf der Südseite. Im Norden und Osten sind Farmen und eine Art Holzfällerlager. Kleinere Ansammlungen von Gebäuden sind auf der ganzen Insel verstreut. Alles Holzhäuser, nach dem Ausbruch erbaut. Diese Freaks meinen es tatsächlich ernst damit, dass sie von dem leben wollen, was die Erde ihnen schenkt. Wir werden näher an eins ihrer Dörfer herangehen. 10.15 Uhr. Wir warten in einem alten Gebäude im Zentrum der Insel auf den Einbruch der Nacht. Die Scars haben in diesem Gebiet noch nichts abgerissen und neu aufgebaut. Könnte ein guter Sammelpunkt für uns zu sein. Genau, ein Mindless-Stream. Einfach so. 21 Uhr. Ihre Anzahl ist beunruhigend. Es sind deutlich mehr, als wir dachten. Die Dörfer sind gut gesichert und ihre Patrouillen über die Insel sind gut organisiert und häufig. Wir haben mehr Informationen gesammelt als gedacht und machen uns auf den Rückweg. Tja, ich glaube, der Rückweg hat nicht funktioniert. Montag 4 Uhr. Bei der Rückkehr zum Landeplatz haben wir unser Boot gesunken und vorgefunden. Es wurde zerstört. Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen irgendwie anders von dieser Insel runter. Das ist nicht passiert. Tja. Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte.
Musste einfach. Tja, alles ändert sich ein bisschen, ne, mit den Ansichten. Wenn man nämlich dann einfach mal direkt mit den ganzen Sachen konfrontiert wird, fängt man an nachzudenken. Ich sag ja, das Spiel ist kein Spiel, was schwarz und weiß Gedanken, ne? Okay, der Effekt bleibt noch anheimstellt, hier geht's so ein bisschen mehr. Ist das euer Dorf? Nein, das ist Haven. Unseres liegt dahinter. Nicht dahinter. Sie könnten dich sehen. Dahinter. Das ist ja noch ein riesiger Weg. Aber wir wissen ja, dass wir zurückkommen. Die Frage ist bloß, in welche Art und Weise kommen wir zurück. Aber ich könnte mir gut vorstellen... Oh nein. Was ist das? Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Ich kann mir gut vorstellen. Wir schützen dich das Holzlager ab. Ja. Los, mir nach. Ja, ich komme gleich. Wie viele Leute leben hier? Etwa 1000. Wie viele Soldaten? Die Hälfte von uns ist gefechtsbereit. Was macht die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen? Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Okay. Ja, dass die Erfahrung, die sie hier macht und vielleicht auch die Verknüpfung, die sie zieht, ne, der Clan bzw. der Trupp und die Gemeinschaft und so weiter, dass sie eben halt vieles anders sieht und umdenkt. So, ich hoffe, ich komme wieder hier klar. Das war Zielen. Das ist ja immer wieder so eine Sache bei den vielen Spielen, die man spielt. Und ich spiele ja nicht ein Spiel komplett am Stück durch, sondern es ist halt immer mit Unterbrechung. Wo geht's hier hin? Okay, hier geht's runter. Oh, da ist ein Haus. Die haben Schafe. Warte mal. Können wir was bauen? Wir können immer noch nichts bauen hier. Hier haben wir das Dings nicht, sonst könnte man... Ah, das ist doch doof. Hier fehlt uns das. Du sag mal, kann ich vielleicht vorher mit ein paar Sachen hier angucken? Geht das? Ist das möglich? Zum Beispiel das hier. Reicht nicht. Ich brauche eine Flasche. Huch. Nein, die andere Seite. Markus, verteile das Wildfleisch wie folgt. Filet, Hüfte, ältester Duncan, Ricken. Ricken, Oberschale, Unterschale, älteste Konstanze, Roastbeef, Walter. Er muss für seine gute Ernte belohnt werden. Brust, Rippen, Harper und ihre Familie. Ältester Duncan möchte, dass sie für die Leitung des Angriffs auf das Wolflager letzten Monat belohnt wird. Schulter und Reste, Lehrerin, Lyra und ihre Familie. August will außerdem das Fell haben. Er hat versprochen, dass Ezra uns dafür neue Ausbeinmesser macht. Sieh zu, dass er seinen Teil der Abmachung einhält. Gib das Geweih irgendjemand, von dem du meinst, dass das verdient hat. Sie führe dich, Lucia. Rotten. Sind alle. Kämpf. Okay, da können wir jetzt ein bisschen was bauen. Ah, das reicht nicht. Ich brauche eine volle, verdammt. Soll ich die vielleicht noch ein bisschen mehr rum? Ist sie da reingeschnitzt in den Baum oder was?
möge uns ihr Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Warte mal, hier hinten ist noch eine Hütte. Ich guck mal hier hinten noch nach. Schade. Hier liegt nichts rum. Oder hier? Doch. Ach, können wir nichts machen. Oh, ich hör was. Wir müssen da hochklettern. Ich schieb den Wagen schon. So, sie können wir da hinten hoch, genau. Schade, dass wir sie nur nicht selber bauen können. Das wär's. Na, was Ellie macht, haben wir schon gespielt, ne? Aber jetzt als Referenz. Okay, die Kinder werden in Sicherheit gebracht. Gar nicht gut. Wie kommen wir hier durch? Das Tor ist abgesperrt. Die Sägemühle. Das große Gebäude rechts mit den Fackeln. Da kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Na toll. Dann los. Das Schlimme ist, wir werden wahrscheinlich jetzt Leute von ihr... Schließ das Tor! Regelt das Lager! Leute von ihr nämlich eliminieren müssen. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, unbemerkt da durchzukommen. Geht schon los. Reinige deinen Geist. Das wird eine lange Nacht. Denk daran. Nur durch die Angst finden wir wahre Stärke. Ich bin nicht bereit. Für das Wohl deiner Nächsten und für dein Land bist du bereit, wenn du Zeit hast. Okay, wir können wahrscheinlich mit gezielten Kopfschüssen arbeiten. Ja, so viel zu gezielt. Na toll. Los, zur Sägemühle! Das wird so büßen, Laura! Das war's. Davon! Wir haben eine Flinte! Oh! Oh. Leila! Ey, ist denn jetzt mal langsam... Aus hier! Ey. Wie ein Anfänger gerade. Wie ein Anfänger. Ja. Ich wollte spannen. Aber es ist eine Armbrust. Die schießt sofort. Das war mein Problem. Die Armbrust schießt nämlich sofort. Und nicht wie der Bogen, dass es spannt. So, ich glaube... Hier ist fast gar keiner mehr, wa? Oh Gott. Naja, passiert. Ich hoffe, ich erinnere mich daran. Noch ein bisschen heilen. Haben wir den Pfeil mitgenommen? Ja, haben wir. Wie gesagt, bei Ellies Bogen wird ja das Ding komplett gespannt, ja? Und dann... So, der ist kaputt. Alles kaputt, kann nichts einsammeln. Was ist hier drin, ne? Hier hätten wir uns wahrscheinlich unbemerkt. Durchstehen können. Hätten. Wohl bemerkt. Da drüben liegt noch was.
Was ist da? Da ist ja jemand. Kommt der her? Huch. Naja, so viel dazu. Okay, also die Armbrust ist nicht so prickelnd. Also schon, wenn man zielen kann. Ne? Aber nicht so, wenn ich schieße hier. Ach, das war ja so, ne? Ach Mensch, Steuerung. Oh, da hinten ist noch einer. Weil ich dachte eigentlich... Da oben? Das Problem ist, der sieht uns sofort, wenn ich schieße. Der da hinten auch. Ah, der ist schon nach unten gegangen. Daneben. Ist er weg? Ist natürlich nicht weg. Aber die wissen genau, wer sie ist, ne? Scheinbar. Oh, da kommt noch jemand. Was? Wo schießt du denn hin? Wer sieht mich denn hier? Wo kam jetzt der Fokus her? Ach, da von da oben wahrscheinlich, wa? Nicht von unten schießen. Na toll. Das geht hier alles gebacken runter. Sieht sie jemand? Ja. Komm raus. Komm raus. Na toll. Das war's. Huch, da, wo kommt da noch mal her? Ah, da hinten, da oben. Ohne Knüppel endlich mal. Wobei hier liegt was Besseres. Na komm, gib mir. So. So, wo ist der? Da hinten. Na toll. Also. Du kommst aber hoch. Okay.
Ist er tot? Ich glaube ja. Ich glaube, das war's. Okay. Ja. Alles okay? Nur außer Atem. Naja. Okay, mit Ruhm brauche ich mich da nicht bekleckern, aber was soll's. Es hat funktioniert. Weitestgehend. Okay, die haben wir doch ein bisschen derbe getroffen hier. Schade, dass man da nicht reinkommt. Wahrscheinlich auch nicht hier rüberkommt, ne? Nee. Oh. Noch ein Pfeil gerettet. Hier ist bestimmt eine Werkbank drin, oder? Auf alle Fälle ist Krams da. Ich gehe mal hier gleich erstmal nach oben, bevor wir hier durchlaufen. Das System, das Spiel will ja, dass wir hier komplett durchlaufen, ne? Aber hier ist mit Sicherheit was. Warte mal. Und wenn es hier die eine Leiche ist. Ach, guck mal an. Das hat sich zumindest schon gelohnt hier. Hier lang. Ja, doch. So, was können wir... Wir können hier... Zumindest die Sachen bauen. Ah, warte mal. Und wir können hier... So, hier haben wir 60 übrig. Schnellere Bewegung in Bauchlage. Macht das Sinn? Schnellere Medkits? Fertigungsmengen, das sind egal. Ich glaube, wir machen das hier noch. Huch, da ist... Da ist er noch. Hier runterspringen? Ich hoffe ja. Ja, passiert nichts. Hier war doch noch irgendwo Werkzeug, ne? Was wir nicht mitnehmen konnten gerade eben. Hier drüben liegt was. Ein Stein. Das ist gut. Unseren haben wir zerkloppt. Und da ist ein Messer. Sehr schön. Da ist nichts. Draußen noch irgendwas. Ich gehe mich kurz noch umsehen hier. Mal hier oben zum Beispiel. Wer weiß, was für... genau das. Kann man noch ein paar Schuss für den leider nicht so optimal für mich laufenden Armbrust hier holen, ne? Und noch ein Münzer. So, runter mit dir. Okay. So, wir können jetzt. Ich habe alles. Halt, was liegt da? Düscht. War bloß der Deckel. Aber wenn sie hier das Tor zugemacht haben, ist doch Quatsch, wenn man hier noch komplett durchlaufen kann, oder? So, hier ist alles voll. Ich werde mal nachladen. Sehr schön. Hier ist alles voll. Hier sollten wir nachladen. Okay, sieht gut aus. Ja. Das schifft und schifft hier. Ach du Scheiße. Die beschütze uns. Ach du Gott. Wir müssen hier weg. Boah, die greifen richtig komplett an, hä? Die Wolves. Das müssten die Wolves sein, ne? Isaac, was tust du da? Wie meinst du das mit der Unlogik in Spielen? Also
also abseits jetzt von dem Outbreak als solches, ne, finde ich sehr viele Sachen sehr logisch. Ich finde eigentlich auch das ganze Waffenmanagement und Co. Das ist ein Geschenk. Sie sind jetzt in unserem Gebiet. Zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Durch ihre Liebe werden wir überleben. Okay. Können wir abhauen? Wohin jetzt? Oh, guck mal, wie schnell ich bin. Ja, am Holzlager. Wohin haben Sie die Kinder gebracht? Wir haben überall Unterkünfte. Wenn es hart auf hart kommt, bringen Sie sie von der Insel runter. Gut. Wir wussten, dieser Tag könnte kommen. Ach so, meinst du das? Ja, ne, sie hat ja vorher gesagt, sie machen alles hier dicht, ne, und dann kommt hier keiner mehr raus. Die haben dann auch gesagt, hier verbarrikadiert alles, damit hier keiner reinkommt. Und dann kannst du aber problemlos durch die Dings hier durchrattern. So wie wir das eben gemacht haben. Das meine ich damit. Ja, ich hole mir bloß ein paar Vorräte. Oh, das schreit bald nach einem Upgrade hier. Hier oben ist irgendwas. Ein Horn. Können wir das kaputt? Nee. Hoch mit dir. Hoch. Benjamin, alles okay. Jared, Jagdtrupp ist ins Wolfgebiet aufgebrochen. Sonst keine Vorkommnisse. Celia, alles okay. Sie beschützt uns. Thomas, der Abriss des Gebäudes in der Altstadt verursacht viel Staub und Lärm, aber bisher kein Anzeichen von Wolfaktivität an ihrem Ufer. Ansonsten nicht zu berichten. Sie führe uns. Mary, einzelnes Wolfboot auf dem Kanal gesichtet, aber kein Alarm ausgelöst. Der junge Maxwell soll die Ältesten informieren. Sie führe sie. Peter, alles okay. Seraphitensymbol. Benjamin, habe sich Kontakt zum Jagdtrupp. Sie sind auf dem Rückweg. Die Farmer haben das kontrollierte Feuer im Wald entfacht. Wolken am Horizont, sie schütze uns. Alles okay, Seraphitensymbol. Celia, leichter Regen, trotzdem gute Sicht. Die Fischerboote sind früh zurückgekommen, sonst keine Vorkommnisse. Thomas, starker Regen, schlechte Sicht. Wolfs, mehrere Boote nähern sich der Ostküste. Ich löse Alarm aus, sie schütze uns. Okay, Munition haben wir. Die, alles gut. Bereit? Ich bin bereit. Ich gehe mal erstmal hier hinten drüben gucken. Also, dass du mir hier einfach so durchläufst, das ist... Oh, guck da mal, die sind hier komplett ausgestattet, ja? Heilung... Da. Wir sind unvollkommene Kreaturen, also machen wir uns auch in ihren Augen unvollkommen. So steht es in den Lehren, so sagen es die Ältesten. Aber die Schnitte auf meinen Wangen brennen und jucken 2 Wochen nach der Zeremonie immer noch. Eva hat mir erzählt, dass es bei ihr genauso war, aber sie hat mich davor gewarnt, vor den Ältesten Schwäche zu zeigen. Heute habe ich eine Überraschung erlebt. Eva hat sich rausgeschlichen und mich in der Gerberei besucht, als ich geputzt habe. Sie hat gesagt, dass ihr Trupp morgen ins Wolf-Territorium aufbricht. Ich konnte sehen, dass sie Angst hat, also haben wir uns hingesetzt und eine Weile ins Feuer geschaut. Sie hat mich gefragt, ob ich schon jemandem versprochen wurde. Bevor ich antworten konnte, hat sie mich auf die Wange geküsst und ist dann schnell wieder im Wald verschwunden. In dem Moment habe ich völlig vergessen, wo ich bin und jeder Kummer war wie weggeblasen. Evas Trupp ist noch nicht zurückgekehrt. Ich war beim Gemeinschaftsessen in Helven, um mich zu beruhigen, aber es hat nichts gebracht. Es war ungewöhnlich ruhig, bis auf die übliche Predigt vom Ältesten danken. Aber selbst die war heute irgendwie anders als sonst. Er hat gesagt, obwohl unsere Prophetin uns führt, um die Dämonen auszulöschen und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, gibt es keine Garantie dafür, dass uns dies zu unseren Lebzeiten gelingt. Es ist ein ewiger Kampf. Heute habe ich viel nachzudenken. Eine Werkbank. Sehr schön. Bevor wir hier an die Werkbank gehen, gehe ich kurz da drüben an das Ding darüber. Das ist eine Art Tempel oder so. Ja, hier gibt es wieder haufenweise Nachrichten. So. Sehr gut.
Es sind wieder diese Gebete und die Bitten, ne? Meine Prophetin, mögest du meine Worte hören. Moira war eine starke und fähige Kriegerin, bis sie zusehen musste, wie ihr Mann Henry und seine Patrouille von Wolves abgeschlachtet wurden. Jetzt wacht sie schreiend auf und zuckt beim kleinsten Geräusch zusammen. Wir ehren Henrys Märtyrertum, indem wir uns wie er um Moira kümmern, aber das reicht nicht. Ich bitte dich, gib Moira die Kraft, ihren Geist wiederzufinden. Was, nein? Diese Arbeit. Nur ein Gebet. Bitte beschütze ihn. Aber der Glaube ist fest verankert, ja? Wir kommen da nicht durch, okay. Der Glaube ist fest verankert. So, da pimpen wir mal die Waffen gleich auf. Warte mal. Wir können jetzt Explosives machen. Das ist gut. Brauchen wir auch. Aber leider nur eine Salve. Schade. Nee, nicht anzünden. Pack weg. So. Das mag bei ihm sein, aber... Nee, was heißt der Glaube? Der Glaube an die Erlöserin, ja. Aber vielleicht nicht zwingend an die Lehren. Das ist so ähnlich wie der Glaube an sich, an eine höhere Macht, an Gott oder ähnliches. Aber nicht zwingend an die Lehre an sich durch zum Beispiel die Kirche oder die Religionsgemeinschaft. Ja. So, wir haben 115. Wir könnten, und das werde ich auch machen, hier an dem Ding, vielleicht wird ja dann meine Schussgenauigkeit besser. Ich zweifle zwar dran, aber ich habe ja Hoffnung. Wir bauen uns mal hier das Zielfernrohr ran. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es sehr gut finde, dass die einzelnen Module, die wir updaten können, auch wirklich individuell angebaut werden. Sehr schön. Und wir haben dann noch die Möglichkeit, Schrotflinte Stabilität wäre wahrscheinlich... Da können wir noch nichts weitermachen. Stabilität. Ich glaube, wir werden hier an die Schrotflinte noch was anlegen. Nachladegeschwindigkeit. Ich halte das für in Ordnung. Ich denke mal eher das hier. So. Ach, heute noch nicht. Okay, dann habe ich es erwähnt jetzt. Besser wäre es gewesen, hätten wir die Teile, die wir brauchen, auch nach und nach so gefunden. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. So. Sehr schön. So, das ist der Flammenwerfer. Der Flammenwerfer ist fertig. Der ist... Da haben wir ein ganzes Arsenal, aber ich glaube, besser werde ich damit auch nicht schießen. So, wo müssen wir denn lang? Ich glaube, das geht da lang. Was ist denn dann hier hinten? Da kommen wir nicht durch, ne? Wir können da nicht durch. Wieso? Keine Verstecke. Okay. Okay, das Spiel zwingt uns hier durch. Unser Dorf ist gleich auf der anderen Seite des Ackers. Super. Soll mich das jetzt freuen? Okay, die ballern schon. Auf alle Fälle ist hier tarnendes Gras. Wir müssen zur Space Needle? Aber wir müssen da nicht hoch, ne? So, wie viele sehe ich jetzt hier? Ich sehe da hinten auf alle Fälle zwei physisch, ohne... Da hinten ist die 3, da ist noch eine 4. Ich glaube, die 4 kriegen wir so okay, jetzt nicht mehr. Den da auch nicht. Vielleicht funktioniert es. Na toll. Ach, das ist so eine dicke.
Das ist unter so einem Dicker. Was? Die Ausreißerin ist hier! Ja, toll, 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 toll. Mit einem Ruf! Das wirst du... Ja. Oh, danke. Ei, ei, ei. Mach mal das Licht aus. Du dürftest mich nicht sehen, mein Freund. Ich bin getarnt. Sie sind ins Gras gerannt. Ja? Meinst du? Im Gras. Ich glaube, sie sind im Glas. Ich sehe sie nicht. Okay. Alles genau absuchen. Ja, hab dich. So, okay, den da hinten hat's noch nicht alarmiert. Nicht perfekt, aber es hat funktioniert. Irgendwie funktioniert. Wo? Wo? Wo pfeifen sie? Ach, guck mal hier, Tomaten. Die bauen hier echt großspurig alles an. Welcher? Ach, da ist er. Auf die Jagd. Das hält ein bisschen länger durch. Ist die Leiche weg, die andere? Oh. So. Hier scheint keiner weiter zu sein gerade. Dann gucken wir mal, ob wir hier ein paar Sachen wieder finden. Auf alle Fälle. Oh, ich habe keinen Schalldämpfer mehr, wa? Oh. Huch. Messer fallen lassen. Ein kleines Sichelmesser. Hier drüben gibt es noch ein bisschen was. Sehr gut. Wir gehen mal hier in den Mais rüber. Ich sehe überhaupt nichts. Mal gucken, dass ich hier irgendwie rüber gucken kann. Da drüben ist einer. Da, da.
besten dort irgendwie rüber ins Gras kommen. Da blinkt doch irgendwas. Was ist denn das da? Diese Stange. Achso, das ist ein Stock. Zum Hauen. Nee, jetzt nicht rüber. Das hätte schief gehen können. Da ist auch noch einer. Noch einer. Hat das gehört? Komm mal ein bisschen schneller, dein Kumpel kommt gleich. So, wo ist der Kumpel? Der kommt gar nicht vorbei hier. Uiuiuiui, das ist ja wie Weihnachten hier fast. Da hinten ist er, okay. Steht da. Ah, der schleicht bloß hier vorne lang, okay. Wieder alle? Nee. Fuck. Das war hart. Gehen wir zum Dorf. Okay, dann schauen wir uns jetzt noch ein bisschen um hier. Hier irgendwas drin? Nö. Das ist bloß eine Stange zum Hauen. Guck mal, die haben Hühner gehabt, hä? Eigentlich hatten sie alles. Bis wir kamen. Geht's da irgendwie nach oben? Hier, ne, ist voll aufgeladen. So, da ist nichts. So, und hier war auch alles clean, ne? Und Besen gibt's hier noch.